Hallo ihr lieben Leute und willkommen zurück zu Weiterspielen von Deponia. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir das Kaffeepulver bereit haben und nun nur noch, wie sagen wir eigentlich, die Luftballons noch? Egal. Nun nur noch Wasser zusammensammeln müssen. Das energiereiche Wasser haben wir bereits. Wir brauchen noch das klare Wasser. Und wir brauchen noch das belebende Wasser. Das klare Wasser haben wir hier, allerdings will Rufus... Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Und dementsprechend möchte er es nicht nehmen, warum auch immer. Ich will mit Wenzels... Können wir eigentlich irgendwas mit dem Ding benutzen, ohne dass ich will es... mit Wenzels... Dass er die ganze Zeit... Ich will mit... Ich will mit Wenz. Die Spritze auch nicht. Ich will nicht, mit ne? Wenz. Dann das Glas Wasser ja auch nicht. Hatten wir ja schon probiert. Ich will mit Wenz. Genau. Den ich will mit hier Wenz. Auch nicht. Das Narkotikum. Ich will mit Wenz. Den Trichter. Ich will mit Wenz. Den Handschweißer. Ich will mit Wenz. Das Schild und den Dartfall. Ich will. Okay, wir haben jetzt alles probiert. Verdammt, wir kommen so nicht weiter. Das ist ärgerlich. So, hier können wir auch nichts weitermachen. Können wir unten überhaupt noch sonst was anderes machen? Also hier nicht, aber hier? Auch nicht, okay. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Okay, also vielleicht müssen wir es irgendwie filtern. Wir können das Rezept sogar mit etwas benutzen, wenn wir das Rezept damit benutzen. Ich will mit Wenz. Okay. Gut, das wäre jetzt meine letzte Idee gewesen. Aber anscheinend funktioniert auch dies nicht. Können wir inzwischen Gizmo rufen? Hallo? Okay, geht also auch nicht. Na toll. Aber kaum. Ich probier's. Können wir eigentlich nochmal... Warte, wir gehen mal schnell hier hin. Ziehen wir am das Wasserhahn. Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens okay. Geschah es für einen guten Zweck. Daher kennt er also dieses Symbol. Huh. Ich bin auch noch verwundert, was das Ganze eigentlich jetzt inzwischen hier mit diesem Symbol auf sich hat. Das, beim Bürgermeister. Können wir den Haken noch einnehmen? Finger. Weg. Von meinen Sachen. Okay. Toni hat nichts zu trinken. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nicht. Nein. Das Thema ist verdient. Okay. Ich muss weg. Aber du. Okay. Können wir ihr das Rezept geben? Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nicht. Nein. Das Thema verdient. Okay. Es funktioniert alles nichts. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf vernichten. Okay. Aber eigentlich in Tonis Hütte noch was anderes vielleicht, was wir, sag ich mal, benutzen könnten. Das alles nicht. Das ist alles nicht das, was wir brauchen. Weil wir könnten vielleicht... Der Schrank ist auch leer, ne? Ja, der war auch leer. Vielleicht können wir ja hiermit. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Okay. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Also das auch nicht. Das auch nicht? Man erkennt, ich muss es. Okay. Man erkennt, ich muss es nicht putzen. Okay, können wir hier nichts weiter benutzen. Vielleicht ist ja draußen noch irgendwas, das wir vielleicht noch benutzen könnten. Wir gehen langsam nämlich die Ideen aus. Hier oben ist ja auch nichts weiter. Die Fluchtpläne und das Fernrohr. Hier hinten hinterm Haus vielleicht noch irgendwas? Nein, alles sauber. Also für mich alles leer. Alles leer trifft es, glaube ich, eher. Dead Rhymes. So, dann können wir wieder raus. Gehen wir mal hier in den Dorfkern wieder hinein.
Auf der Spritze steht nur zur Blutabnahme. Als ob man dafür ein extra Gerät bräuchte. Ha. Grübel, grübel. Kann hier noch was machen? Nein. Können wir mit Hanek reden? Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Bis bald. Tschüss. Können wir ihm vielleicht auch das Rezept zeigen? Witzig. Ich habe genauso ein Ding. Witz. Es ist ja nicht so, als hätte... Die Teile findet... Ja, genau. Rezepte findest du überall. Könnten wir vielleicht mit der Wünschelrute noch irgendwo... Es ist... Die Teile... Können wir nicht vielleicht mit der Wünschelrute irgendwo was da finden? Ich weiß auch nicht. Sie haben ja auch nichts weiter zu tun, ne? Maschine, das ist ihr Fach, das ist der Espresso Tasse Lonzo. Reden wir mit Lonzo, vielleicht weiß er noch was. Was soll ich noch gleich machen? Es steht sorg dich. Alles klar. Sieht abenteuerlich aus. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Ich gehe dazu, Mach. Okay, also mit ihm können wir auch nichts weitermachen. Hier, den Papagei würde ich gerne mitnehmen und bei Toni auf die Stange stellen. Ich habe Hunger! Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Okay. Was ist eigentlich das hier für ein Gecko? Können wir ihm den Trichter? Daneben nicht. Will Polly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Daneben nicht. Schade. Wow. Ich quäle keinen. Und im Gegenzug. Okay. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Ich muss den Trichter. Okay. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Okay. Den möchte er ja auch nicht haben. Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Das muss nicht umgefüllt werden. Okay, Niemals. Und das wäre ja. Genau. Dann. Okay. Ich bin tödlich. Wie ein Pfeilgiftfrosch. Aber cooler. Ein Pfeilgift. Geheimagent. Geheimagent. Okay, also jetzt haben wir schon mal einen präparierten Dartpfeil. Jetzt müssen wir den nur noch schießen können. Aber wir haben auch keinen. Nein, okay. Das wäre zu nah. Ich hasse es zum Glück. Naja. Okay. Ginge das zufällig? Ich quäle keine. Und ihm. Okay. Können wir mit Toni abwerfen? Dann ist sie wenigstens ruhig. Was ist denn hier? Lachgas. Ja, ich würde sagen, wir füllen uns einfach mal ein paar Ballons ab, oder? Wenn es geht. Geht wirklich. Können wir noch mehr abfüllen als einer? Einer reicht vorerst. Einer reicht vorerst. Okay. So, das hatten wir schon aufgemacht. Da ist auch nichts weiter drin. So, dann ziehen wir mal den Hebel nach unten. Den können wir auch nicht machen, ne? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig.
Wenn wir den Hebel jetzt nochmal nach oben machen und das Fach öffnen und den dann versuchen reinzustecken. Packen, werfen. Der ist okay, so schwer, komm, aber halb so schwer, ich bin ja... Okay, okay, okay. So, dann machen wir jetzt nochmal nach unten und nochmal nach unten. Hier ist auch nichts weiter. Nee. Ist hier auch noch was? Nee. Ich will die Feuerlöscher nicht einfach anzünden. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Feuerlöscher, was kann man mit dem machen? Kann man ihn anbohren? Ich kann das Ding nicht mehr. Können wir ihn. Ich kann das Ding. Können wir vielleicht mit dem Vorhang? Ich kann das Ding. Okay. Vorter Vorhang. Hä, wir haben da unten einen Stier, oder? Reagiert der da drauf vielleicht? Irgendwie? Irgendwie ihm. Den roten Vorhang vorhalten so? So Toro Toro? Toro! Hey, Toro hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Toro! Hey! Hm. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ha. Huh. Toro! Hey! Hm. Okay, das dachte ich mir. Können wir ihn anbohren? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. Hm, so schon mal nicht. Und mit der Spritze geht's ja auch nicht. Nach Fleckma- ja, sag ich ja. Seziermesser? Heute. Hm. So schon mal und nicht, okay. Heute. Hm. Können wir dem Stier und vielleicht heute da? So schon mal nicht. Luftballons geht nicht. Schweißer? Oh, hey. Hm. Werden wir ihm das Schild vorhalten? Aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Okay. Ich habe Tonis Lachen immer... Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Okay, und wenn wir ihm jetzt das Toro, Ding vorhalten? Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matter... Wir sind jetzt über das schwarze Brett hängen. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein guter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Können wir jetzt auf dem Reiten? Ah, tatsächlich. Gleich nochmal. Okay, jetzt können wir schon mal auf dem Stier reiten und der ist wütend. Können wir ihm jetzt vielleicht Blut abzapfen? Also ganz blöde gefragt. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Alles geht sogar. Nicht. Haben wir jetzt das Blut oder? Stierblut? Check. Oh, oh, oh. Spritzen wir Taurin. Taurin, belebend. Das ist unsere belebende Flüssigkeit. Energiereiche Säure und belebendes Stierblut. Genau, was gutes Kaffeewasser braucht. Sehr schön. Jetzt fehlt uns nur noch das klare Wasser aus Wenzels Keller. Aber wie wir daran kommen, Leute, da habe ich beim besten Willen keine Ahnung. Wir könnten ja mit mal probieren, Toni mit dem Dartpfeil abzuwerfen. Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Das müssen wir also dann von draußen machen und in ihr Fenster zielen. Aber wo kriegen wir denn ein Blasrohr her? Ach, verdammt. Das ist gemein. Hier hing mal der Käfig von Tonis. Aber auch er hat es... Er ist an... Ist doch egal. Nach dem... Also meine... War lustiger. Wir gehen mal ins Rathaus. Die Post hat ja immer noch zu, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Genau. Wann der Bürgermeister es sagt, hatten wir auch schon festgestellt. Eine Gegensprechanlage. Ein Fernschreiber. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwock angekommen. Oh, I see you are an idiot.
Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Diese Technik ist voll für die Katz. Können wir vielleicht irgendwas mit benutzen? Das wäre zu langweilig. Jetzt hätten wir noch einen Schlüssel. Da haben wir den Dietrich, den können wir dann benutzen. Ich weiß nicht, ob ich schon ausprobiert hatte. Ja, das wäre lustig. Okay, also nichts. Keine Reaktion. Der Schlüssel? Als Wasserquelle muss woanders sein. Okay, also wir müssen hiermit auf jeden Fall eine Wasserquelle finden. Ist das Zielmesser? Lieber nicht. Okay, Bohrer? Gott sei Dank bin ich ein... Verdammt! Okay, wenn die richtigen Werkzeuge wäre es ein Klacks gewesen. Ich glaube, ich hatte die Sequenz nämlich schon mal vorgespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hier hätten wir noch das Wasser im Leben. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Okay, wir mit dem... Ach ja. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Ach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Das ist ja krass. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Am Arsch. Den steckst du jetzt schön in den Globus rein. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Hä, was für ein Schnaps? Nimm noch den Schnaps, Rufus. Ach so, er kam nicht hin wegen der... Duft erinnert Dads Aftershave. Was sollen wir damit jetzt machen? Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ach, das ist klares Wasser. Okay, dann gehen wir den Espresso machen. Wir haben jetzt alle Zutaten. Ich dachte echt mit klarem Wasser, ist die saubere Quelle gemeint von Wenzel. Ist ja seltsam. Naja, passiert, ne? Okay. Ab in den Tank damit. Und dann machen wir Espresso. Wow, 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 wow. Er hat genau das gesagt, was ich mir dachte. Nice. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ja, und ich erst. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum. Oh, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Ich glaube, hier bricht gleich alles zusammen. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Der Atom-Espresso. Okay, also wir haben den Laden demoliert. Aus Hilfskanner. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Da haben wir jetzt hier was Neues? Nee, schade. Ich habe gehofft, dass wir jetzt neue Items kriegen. Dann können wir jetzt Toni endlich, Goal können wir jetzt endlich vom Schlafe wieder erwecken.
Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Okay. Halten wir uns, Upsala, das tut mir leid. Halten wir uns doch von den Mädchen fern, denn im nächsten Part werden wir Gold den Espresso geben. Aber bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, euer Raccoon Style Play. Ciao!